Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Kennt die Gang mal gucken, welche Freunde hier online sind. Gar keine. lustig. Ich bin hier auf XSizeCraft, den offiziellen Server von Dark Fighter. Den soll einige kennen, glaube ich. Momentan sein exponentieller Wachstum hier auf seinem YouTube-Kanal unfassbar schon 1300 Abonnenten. Richtig krass. Und er hat, als ich denke, 1000 Abonnenten-Special ein Dings. Wie heißt das denn? Server hier gemacht. Ja, ich bin ein bisschen. Oh, Entschuldigung. Ich habe hier Fly aktiviert. Auf meinem, das kostete 15k. Das heißt, hätte ich die nicht ausgegeben, hätte ich 30k. Man kann auch hier gucken, guck mal hier. Ich bin gerade alleine mit dem Test-Sub Kazim Gamer oder Kuzim Gamer. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ich denke Kazim Gamer. Ich war gerade kurz offline, weil ich musste halt meine Aufnahme anschmeißen. Ist sie überhaupt an? Ja, ist sie. Ich bin hier ganz früh online. Vorhin war noch so ein jemand, der hieß Lama oder so. Aber Lama Flopsy oder so, glaube ich. Grüße gehen raus. Aber der hat Schule. Ich bin krank. Und deswegen muss ich trotzdem für meine Mathearbeit lernen, die ich nicht schreiben konnte. Jetzt habe ich halt natürlich mehr Zeit, um zu lernen. Ne? Also eigentlich ist es ein Win, weil da optimiere ich meine Note. Oh mein Gott, ich habe halt überhaupt kein Essen, ne? Es ist ganz schlimm. Also, wäre ich Darkfighter gewesen, ich hätte den Hunger ausgestellt. Ich weiß zwar nicht, wie das geht. Ich glaube einfach friedlich stellen, aber ich hätte, glaube ich, das auf ausgestellt, weil das auf Dauer einfach nur nervt, die ganze Zeit zu essen, zu essen. Ich war auch in der Farmwelt 2, also für dieses Video braucht ihr etwas Vorwissen, bitte. In der Farmwelt 2, da kann man sich bekämpfen und so. Oh mein Gott! Hi! Dr. Auge 7 oder Dr. Auge 7. Oh, cool. Okay. Das heißt, er ist nun auch im Video. Ich werde es, glaube ich, nicht sofort sagen, dass mir im Video sehen geht. Eigentlich slash aha noch. Noch. Nee, slash aha, da kann man so ein Auktionshaus beschwören. Da kann man Auktionen ausstellen, also Item verkaufen. Mein Gott, was mache ich da? Top M, Top Money heißt das. Hier zeigt die XS-Coins aller Spieler an. Eigentlich stimmt das nicht, eigentlich die fünf wertreichsten Spieler. Und man sieht, ich was? Als ob Charmin 10.000 Coins mehr als ich habe. Das war in gestern noch. Ah ja, stimmt. Es gibt nämlich auch. Ich bin der Zweitreichste. Slash Lotto, ja. Slash Lotto. Das ist ein Lotto. Da wird jeden Tag eine Ziehung gezogen. Man kann sich hier Tickets kaufen. Ich kaufe mir einfach ein Ticket hier für 100 XC Coins. Eigentlich ist es Verschwendung, weil man ihn nie gewinnt. Aber dieser Charming hat schon dreimal gewonnen von fünf Ziehungen oder sechs Ziehungen. Das ist unnormal krass. Und daher hat er das Geld. Daher hat er das Geld. Und nirgendwo anders. Der hat 4000 Euro gewonnen jetzt. Und es gibt noch eine andere Sache. Weil wenn man fragt, wie wird man Supporter, ja? Ach ja, oh. Oh, man sieht hier immer. Ach so, ich dachte, man kann nur die fünf reichsten Spieler sehen. Okay, warte mal. Slash toppen. Zwei. Wie kann man das denn verschieben? Habe so gar keinen Bock zu bauen. Was? Habe so gar keinen Bock zu bauen, bin MPVPler. Uff, bin bei S, slash SV Top 2. Warte mal, XD. Irgendwie geht's mir gerade nicht gut. Ich habe noch nicht gegessen, ey. Hab das Gefühl, ich könnte jeden Moment umfallen. Wie kann man diese Seite umblättern? Keine Ahnung, okay. Okay, nicht schlimm.
Falls ihr euch jetzt fragt, wie kann man da Supporter werden? Ich werde irgendwann auch Supporter, ich schwöre es euch, ja? Oder YouTuber, auf jeden Fall irgendein Teamrang, ja? Ich schwöre es euch, ich liebe diesen Server. Dieser Server ist besser als diese offiziellen Server, wie 24 suchen Griefer Games. Ja, sage ich jetzt einfach so. Ja. Dieses hier hat ein Quest-System, ein /Q-System. Es gibt so viele Sachen hier. Es gibt so unnormal viele Sachen, die ein 24-Sucht-Server nicht hat, die ein Griefer Games-Server nicht hat. Ich weiß, Griefer Games Java. Aber er hat mal erklärt, der abgegrieft, dass man über Umwege und mit Hilfe von Microsoft ein bisschen tricksen kann und das auch auf die Pocket bringen kann. Da gibt es nur manche Features nicht. Ja. Auf jeden Fall. Wie wird man Supporter? Man muss sich nicht bewerben. Ich bin nicht 18. Ich weiß nicht, ob man erst ab 18 das machen darf. Auf jeden Fall /SV oder /SVote. Da, jeder Spieler hat Punkte. Je nach Online-Zeit bekommt man Punkte. Komm, wir voten uns einfach mal selber. Nein, Spaß. /SV. Ah. Hier. Ich bin hier. Ich habe hier 169 Punkte. Und das sind Online-Punkte, glaube ich. Auf jeden Fall bekommt man die, wenn man online ist, diese Punkte. Und das sind hier diese aktivsten Spieler. Ich vote jetzt einfach mal den Kasim Gamer. Und ja, ich glaube, nach einer Woche oder nach einem Monat, der die meisten Votes hat, wird Supporter. Die ersten 2 oder 3. Und ja, so viel wäre es eigentlich. Ne? Ich war mal auf einem Server, da hatte ich Bilderwerbung gemacht, mit Bang gedroht und beleidigt, instant aus dem Team und boah. Was? Als ob? Wie hieß der? Warte mal. Also der Server. Ich hab die ganze Zeit Paranoia, dass diese Aufnahme ausgeht, Junge. Okay, cool. Auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Schaut gerne mal hier vorbei. Die IP ist X, also nicht XYZ, X-Size, ja? Xylophon. X-Size.mbb.1, ja? Das ist ein kostenloser Server von Darkfire. Schaut doch gerne auf seinem Kanal vorbei. Der Port ist immer gleich. Normal, ich weiß nicht, wie der normale Port ist, aber da steht immer ein Port und den sollt ihr nicht verändern, ja? Und der Name könnt ihr frei auswählen, aber ich empfehle euch, /L, ich habe natürlich nicht die rechte Farbe zu schreiben, aber ich mache es jetzt einfach, XYZ Craft. So. Und hier nochmal der YouTube. Oh, Kacke, warte mal, ich mache mich mal wieder normal. YouTube-Name. Darkfighter, so heißt der Server-Hoster. Und mein YouTube-Name kennt ihr natürlich, Kilian. Degang. Och Mann, ich kann wirklich gar nicht schreiben. Kilian Degang. So, dann war es das jetzt an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt Tschüss zu YouTube. Okay, das kommt mir jetzt ein bisschen kitschig vor, aber das Ding ist, es gucken ein paar Leute zu und ein paar Leute fühlen sich da geärgert. Ich war übrigens sogar bei Darkfighter, bei seinem letzten Video, die Frage,
Slash MSG Doktor. Ja. Ja. XD. Was? Er hat wieder was geschrieben. Auf jeden Fall, ich war bei Darkfighter bei seinem Video. Was soll ich als 1300 Abonnenten-Special machen? War ich dabei. Ja. Da war ich dabei. Ich schicke. Hier. Ohne ich. Oh, es gibt eine Serverquest. Das ist auch was. Das ist auch was. Das gibt es nur nicht. Das, sowas gibt es einfach nicht. Dieser Server, dieser Darkfighter, der hat die Hälfte, fast die Hälfte seiner, dieser ganzen Plugins, die auf dem Server sind, hat er alleine gemacht. Oder beziehungsweise, da steht selbst erstellt, ja. Es ist einfach nur krass. Es wurden auch viele Plugins abgeändert und auch ein paar, und auch die Hälfte runtergeladen. Also es ist einfach krass, was der hier macht, ja. Und ich melde mich, sobald ich wieder der reichste Spieler bin. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Grüße ging an Dr. Auge 7, Dr. Auge 7, aber 7 hört sich besser an. An Kasim Gamer raus. Ja, da würde ich sagen, bye bye, ciao. Leute! Oh, mach. Ich habe Halsschmerzen. Bye bye, ciao, Leute.